Jojo, das Thema Supermoto auf dieser Messe natürlich auch vertreten. Ladies and Gentlemen, wir haben nochmal hier den Andi Unterdörfer bei uns, nebst Team und Beistand von Frechs MX Motorworld. Aber wir sind jetzt mal beim Thema Supermoto, weil das natürlich ein Sport ist, der im Kommen ist. Andi, wir hatten ja gestern oder vorgestern schon mal gesprochen, allgemein über das Thema Allradantrieb auf dem Mopedrennen von Sachsenbike 2010. Jetzt reden wir auch mal darüber, was du für Ambitionen hast im Jahr 2010 in der Rennsaison zum Thema Supermoto. Ich gebe dir mal das Mikroskop. Ja, 2010 wird natürlich ein spannendes Jahr für mich auch. Wir haben vor, dieses Jahr im deutschen Supermoto-Pokal zu fahren, in den Klassen C1, C2. Das bedeutet explizit, Klasse bis 450 Kubik ist C1 und die C2 über 450 Kubik. Mein Motorrad unter mir ist eine 510er Husqvarna SMR, sozusagen C2. Und dort müssen wir sehen, halt, wo uns der Wind hintreibt. So, ich würde mal das Mikro an den Uwe weitergeben. Ja, hi. Bei uns fährt der Chef noch selber. Ich bin der Uwe Frech. Ich fahre auch in der C2. Wir werden mal sehen, was wir dieses Jahr erreichen können. Ja, fitnesstechnisch sind wir schon voll am Rödeln, sage ich mal. Und wir haben noch verschiedene andere Teamfahrer. Insgesamt sind wir 8 Mann, die wir dieses Jahr hier auf die Piste gehen. Ich gebe einfach mal noch das Mikro an Markus. Das ist nämlich einer von unseren Neulingen. Hab ihn selber noch nicht fahren sehen, aber ich denke mal, er wird schon sein Ding machen. Markus. So, erstmal Namenberichtigung, wir kennen ja uns noch nicht so lange. Ich bin der Marcel. So, ja, also da ich dieses Jahr erst einsteige, fahre ich erstmal in der Sachsenmeisterschaft in der Klasse Fun. Auch mit einer 510er Husqvarna SMR. Und ich hoffe, dass wir uns als gesamtes Team dieses Jahr ein bisschen pushen, ein bisschen uns alle gegenseitig ein bisschen vorwärts treiben. Und ich denke, es wird eine gute Saison für uns alle. Ich gebe mal weiter an Tom. Mal sehen, was er noch so erzählt hat. Ja, hallo, bin der Tom. Bin dieses Jahr dann das dritte Jahr dabei. Letztes Jahr hatte ich nicht ganz so viel Zeit gehabt. Und mal gucken, ein bisschen Sachsenmeisterschaft. Und wie es dann die Zeit erlaubt, halt noch, so wie der Andi noch so ein bisschen nebenbei noch. Ja. So, mal Spaß mit der Hitler. Ja, liebe Leute, haben die sich doch am besten gleich selber vorgestellt, die Freaks, die Gasverstrahlten hier. Aber ich muss den Uwe natürlich noch eine ganz wichtige Sache fragen. Überall, wenn man sieht, dass ein Moped weggelegt wird, passiert ja nun mal, geht irgendwas kaputt. Außer beim Supermoto. Jedes Mal, wenn sich da einer auf die Schnauze packt, wird zweimal links und dreimal rechts rumgedengelt mit der Faust und das Ding geht weiter. Uwe, wie geht das? Sind die Dinger aus Gummi? Fast. Nee. Wir haben ganz einfach ein paar Sicherheitssachen dran, die das eben das Weiterfahren ermöglichen und sehr leicht machen. Da wird im Prinzip die Handschalen mal schnell nach oben und nach unten wieder korrigiert. Dann haben wir Schleifpads überall dran, dass das relativ schnell vonstatten geht. Wir haben die Hebel flexibel, jetzt müssen wir die auch mal wieder zurückbiegen können. Es ist halt alles so gestaltet, dass man so wenig wie möglich Ausfälle hat. Das heißt, eine vergleichsweise ungefährliche Motorradsportart. Macht ihr was im Bereich Nachwuchs, Nachwuchsförderung oder ist das eher Sache der großen Organisationen? Ja, es ist schwer am Kommen, dass gerade im Cross-Bereich die kleinen Pimpfe, sage ich immer, da schon recht aktiv werden jetzt neuerdings. Seit letztes Jahr haben wir dann einen unwahrscheinlichen Anstieg. Ich hoffe, dass das so weitergeht. Unser Sohn selber vielleicht das ein oder andere Mal doch jetzt schon mit am Fahren ist. Er hat jetzt selber schon ein kleines Moped und so stacheln die Kleinen sich untereinander an. Und das ist natürlich was für die Zukunft, für das Motorradfahren an sich, was ja wichtig für uns alle ist. Jetzt stell dir mal vor, ich bin ja ein Kurvenschisser. Ja? Ich kann schnell geradeaus fahren, wenn eine Kurve kommt, schalte ich in den ersten, trage das Ding um die Ecke. Wenn ich jetzt mal Lust habe, das zu probieren, kann ich zu Frechs MX Motorworld kommen, so ein Ding mal angasen, um die Ecke biegen, weglegen und mir passiert nichts und du bist mir nicht böse. Geht das nächstes Jahr? Auf keinen Fall. In Ordnung, genau das habe ich mir gedacht. So ist unser Uwe, vielen Dank. Ich wünsche euch noch eine angenehme Messe am Sonntag. Okay. Ciao. Ciao.